Hallo, ich freue mich riesig, dass du zuschaust bei meinem Podcast Mindful Healing, dem Podcast, bei dem es rund um das Leben, Gesundheit und vor allen Dingen auch Leichtigkeit im Leben geht. Ich bin Imke Hausner, die Frau hinter Mindful Healing. Ich bin Apothekerin, Heilpraktikerin, Coach und Medium. Und wie schon gesagt, freue ich mich riesig, dass du zuschaust. Dieser Podcast ist etwas anders als sonst, weil du siehst mich schon im Intro und ein Outro wird es auch heute nicht geben. Es ist nämlich eine Jubiläumsfolge. Genau vor einem Jahr, am 20. Februar 2021, habe ich meine erste Podcast-Folge hochgeladen. Dieses Datum ist mir so wichtig, weil es der Geburtstag meiner Mutter ist. Sie ist leider 2018 plötzlich verstorben. Aber es war für mich letztes Jahr wichtig, für mich einen Neustart zu setzen, etwas Neues in mein Leben zu holen. Und den Traum habe ich mir erfüllt, indem ich angefangen habe, Podcasts zu machen. Es ist ein total spannendes Jahr gewesen. Ich hatte wundervolle Gäste, habe sehr viel lernen dürfen und habe gemerkt, erst während dieser Podcast-Zeit, wie viel Freude es mir macht, Podcasts aufzunehmen, nach tollen Gästen zu suchen, sie einzuladen und dann in die Gespräche zu gehen. Und ich freue mich jedes Mal riesig, wenn ich wieder einen Podcast rausgeben darf. In diesem Podcast habe ich mir gedacht, mache ich mal etwas anderes, keine Solo-Podcast-Folge und auch keine Folge mit Gästen, sondern ich habe dir eine Meditation aufgenommen. Eine Reise zu dir selbst. Warum eine Meditation? Ich finde es so wichtig, dass wir eine gute Herz-Gehirn-Kohärenz haben. Das ist die Fähigkeit, dass Herz und Gehirn quasi wie so um einen Klang schwingen. Weil dann haben wir auch eine sehr gute Resilienz und unser System ist in der höchsten Heilungsfrequenz, Selbstheilungsfrequenz und in der höchsten Regenerationsfähigkeit. Unser Herz hat 40.000 neuronale Zellen. Und das HeartMath-Institut in Amerika hat festgestellt, anhand von Probanden, denen sie verschiedene Bilder gezeigt haben, während sie Herzfrequenz und auch Hirnfrequenz gemessen haben, dass Informationen schon bevor wir sie teilweise sehen, im Herzen ankommen, dann an das Gehirn weitergeleitet werden und dann erst im Körper spürbar sind. Die Informationen darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Das heißt, das Bauchgefühl, wo wir denken, das ist so spontan, das kommt direkt vom Herzen, via Gehirn. Und deshalb finde ich es so schön, wenn wir lernen, uns immer mehr mit uns zu verbinden, unsere Resilienz zu stärken. Daher gibt es heute eine Meditation für dich. Und ich hoffe wirklich, dass sie dir gefällt, dass du mitgehen kannst auf die Reise zu dir selbst. Für die Meditation, das sage ich auch quasi am Anfang der Meditation, such dir bitte einen ganz ruhigen Platz, wo du eine Weile ungestört sein kannst, wo du auch weißt, dass jetzt nicht unbedingt gleich der Postbote klingelt, dazu ist der Raum nicht wichtig, sondern natürlich die Örtlichkeit überhaupt. Aber such dir einfach einen Moment und einen Raum darum. Dann stell dir bitte unbedingt Tee oder Wasser bereit, nach einer Meditation kann es sein, dass man durstig ist und da es oft zu Stoffwechselprozessen kommt, die dann anlaufen nach einer Meditation, wäre es ohnehin wichtig, das zu unterstützen durch Flüssigkeitszufuhr. Leg dir gerne eine Decke bereit, dass du dich einkuscheln kannst oder zünde dir auch gerne eine Kerze an. Und ich möchte jetzt gar nicht großartig noch weitersprechen, außer dass ich mich noch bedanken möchte von Herzen dafür, dass du meinen Podcast immer wieder anschaust. Und ich wünsche mir, dass du immer etwas für dich mitnehmen kannst und dass du weiterhin sehr viel Freude daran hast, mir und meinen Gästen zuzuschauen. Und nun wünsche ich dir eine wunderschöne Reise zu dir selbst. Finde für die Meditation einen ruhigen Raum, an dem du für einige Zeit ganz für dich sein kannst und ungestört von äußeren Einflüssen die Meditation machen kannst. Mach dein Handy vielleicht auch aus und sorge dafür, dass du möglichst wenig Störquellen hast. Nimm dir vielleicht eine Decke und stell dir ein Wasser oder einen Tee bereit.
und vielleicht legst du dir auch einen Stift und Papier zurecht, falls du nach der Meditation Notizen machen möchtest. Jetzt finde eine bequeme Position, entweder im Sitzen oder im Liegen. Wenn du sitzt, dann achte bitte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade ist und du in einer bequemen, aufrechten Position Platz nimmst. Wenn du liegst, dann finde auch eine bequeme Position im Liegen. Am besten legst du deine Hände und Arme neben deinen Körper, die Handflächen nach oben, und die Füße lässt du ganz locker und entspannt nach außen fallen. Wenn du eine für dich bequeme Position gefunden hast, dann schließe deine Augen und nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus. Und wieder tief durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund ganz weit wieder aus. Leg nun deine linke Hand auf deinen Herzbereich, dein Herzchakra, und die rechte Hand auf dein drittes Auge, das ist zwischen den Augenbrauen. Und nimm nochmal einen tiefen Atemzug in deinen Herzraum hinein und über dein drittes Auge die rechte Hand aus. Und noch einmal tief in den Herzraum einatmen und aus deinem dritten Auge heraus ausatmen. Wenn du magst, kannst du deine Hände wieder zurücklegen. Und nun stell dir vor, dass du wie durch ein Wunder in deinem Herzraum gelandet bist. Es ist ein wunderschöner Raum, in dem du dich sehr wohl fühlst. Schau dich um. Wie sieht es aus in deinem Herzraum? Ist er leer oder steht etwas darin? Welche Farben nimmst du wahr? Wie sehen die Wände aus? Hat es Türen in deinem Herzraum? Und nimm bitte einfach nur wahr, ohne es zu bewerten. Und während du dich umschaust in deinem Herzraum, fällt dir auf, dass an einer Stelle goldenes Licht in deinen Herzraum fällt. Mit leichten Schritten gehst du auf die Lichtquelle zu, ganz bedacht und langsam. Das goldene Licht wird intensiver und langsam fängt es auch an, dich einzuhüllen. Und je näher du der Lichtquelle kommst, kannst du erkennen, dass eine wunderschöne Tür in deinem Herzraum leicht geöffnet ist, durch die dieses wundervolle goldgelbe Licht hineinstrahlt. Du öffnest die Tür und siehst vor dir einen wunderschönen Garten. Du trittst über die Schwelle hinüber dieser Tür, stehst auf einem weichen, sanften Weg und schaust dich erstmal um in dem Garten. Was siehst du in dem Garten? Siehst du Blumen? Gras? Kannst du einen Duft wahrnehmen? Vielleicht kannst du Tiere hören, das Summen von Bienen, das sanfte Schlagen der Flügel von Schmetterlingen. Vielleicht singen Vögel oder du hörst Hunde und Katzen. Schau dich genau um, was du wahrnimmst in diesem wunderschönen Garten. Und jetzt lauf einfach los auf diesem weichen, sanften Weg. Wenn du Schuhe anhast, kannst du überlegen, die Schuhe auszuziehen. Sonst kannst du sie auch einfach anlassen, je nachdem, wie es sich gut für dich anfühlt, diesen Weg nun entlang zu laufen. Und jetzt siehst du, dass du an Blumenwiesen vorbeiläufst, mit bunten Blumen, in einer Farbe,
finden, deren Intensität du so noch nie gesehen hast. Es sind große Blumen und auch entsprechend große Schmetterlinge, die von einer bunten Blume zur nächsten fliegen. Schau dich um und nimm auch hier einfach nur wahr. Du kommst vorbei an Pferdekoppeln, an einem kleinen Teich, auf dem Enten und Schwäne schwimmen. Und du läufst weiter und weiter und siehst in weiter Ferne plötzlich eine Art Spielplatz. Es sieht wunderschön und einladend aus und du nimmst Klettergerüste wahr. Du siehst Seile, die gespannt sind, mit denen man turnen kann. Und du siehst eine riesengroße Schaukel mit zwei Schaukeln. Der Spielplatz ist leer, aber je näher du kommst, desto deutlicher wird eine kleine Figur und du erkennst, dass ein Kind auf einer der beiden Schaukeln sitzt und sanft vor sich hin und her schaukelt. Du gehst weiter auf die Schaukeln zu, in deinem Tempo, und fragst das kleine Kind, ob du dich auf die andere Schaukel setzen darfst oder ob das Kind jemanden erwartet, mit dem es vielleicht gemeinsam in die Lüfte schaukeln möchte. Das kleine Kind schaut dich ganz erfreut an und sagt: Nein, diese Schaukel ist für dich, denn ich habe auf dich gewartet. Du schaust ein bisschen irritiert. Das Kind lächelt dich an und weil das Lächeln so ansteckend ist, musst du automatisch zurücklächeln. Du hast auf mich gewartet? Ja, erkennst du mich denn nicht? Ich bin dein inneres Kind und ich möchte dich daran erinnern, wie spielerisch du als Kind durch dein Leben gegangen bist, wie sehr du dich verlieren konntest im Schaukeln, im Spielen im Sand, im Klettern, im Herumrennen durch Blätter, Berge oder durchs Hineinspringen in Pfützen. Ich möchte dich erinnern an den kindlichen Teil in dir, dass du ihn wieder lebst in deinem Leben, im Hier und Jetzt. Und ich möchte jetzt mit dir gemeinsam schaukeln, dass du dich wieder verbinden kannst mit der wundervollen, leichten, kindlichen Seite in dir, mit deinem inneren Kind. Du schaust das kleine Kind an und Wärme durchflutet dich und dein Herz. Und du fängst an, ganz sanft zu schaukeln, deine Beine nach vorne zu schwingen und wieder zurück. Und das kleine Kind tut es dir nach. Und so schaukelt ihr euch immer höher und höher, höher und höher. Genießt das prickelnde Gefühl, wenn ihr ganz oben seid und wieder herunterschwebt. Und jetzt genieße einfach ein paar Augenblicke das Schaukeln. Egal wie hoch du schaukelst, mach es so, wie es sich richtig und gut für dich anfühlt. Nachdem ihr nun eine Weile geschaukelt seid, wird das kleine Kind langsamer in seinem Schwung und sagt zu dir: Komm, ich möchte dir etwas zeigen. Lass die Schaukel langsam ausgleiten und dann komm mit mir. Du lässt deine Schaukel langsamer werden und ausschwingen und verlässt die Schaukel sanft.
kleine Kind hält dir seine Hand hin und du nimmst sie dankbar, denn es ist ja dein inneres Kind. Und ihr lauft gemeinsam los, geht wieder auf diesen wunderschönen Weg und folgt ihm ein paar Meter. Aus der Ferne siehst du nun ein Feuer lodern, ein Lagerfeuer. Ihr geht weiter in Richtung des Feuers und du hörst schon das Holz knistern und knacken und siehst das intensive Farbenspiel der Flammen, wie sie am Holz entlang züngeln und sich nach oben verjüngen. Das kleine Kind dreht sich zu dir um und sagt: Hier ist jemand, der dich erwartet. Ich gehe nun zurück auf meinen Spielplatz und genieße die Leichtigkeit des Lebens und das Spielerische in mir. Aber du geh jetzt bitte zu dem Feuer und schau, wer dich dort erwartet. Ihr umarmt euch sanft, drückt euch noch einmal und ein kleines inneres Kind dreht sich lachend und winkend um und rennt zurück zu seinem Spielplatz. Du schaust dich um, schaust zum Lagerfeuer und siehst, dass dort jemand sitzt. Mit langsamen Schritten näherst du dich dem Feuer und der Person, die dort sitzt. Noch kannst du sie nicht erkennen, aber du gehst näher und näher heran und immer deutlicher und klarer wird das Bild von der Person, die dort auf dich wartet. Und du erkennst jemanden, der in deinem Alter ist und dort entspannt und mit zufriedenem Gesichtsausdruck an dem Feuer sitzt. Du gehst auf die Person zu und sagst: Hallo, mein inneres Kind hat mir gesagt, dass du mit mir sprechen möchtest, dass du auf mich gewartet hast. Du siehst, dass auf einem Stein neben dieser Person ein Platz frei ist. Und du setzt dich auf den Stein. Und die Person schaut dich lächelnd an. Schön, dass du da bist. Ich habe auf dich gewartet schon ganz lange. Und ich freue mich so sehr, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Du schaust noch immer etwas irritiert. Und dann merkst du, dass diese Person dein aktuelles inneres Ich ist. Dein Ich, was dich daran erinnern möchte, dass du dich in den Vordergrund rückst in deinem Leben. Und genau das sagt dir die Person jetzt auch, dein inneres Ich. Dein inneres Ich sagt dir jetzt: Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und du bist genau richtig so, wie du bist. Lasse alle Zweifel hinter dir und glaube an den Menschen, der du bist. Denn du bist wunderbar, einzigartig. Und du bist nicht nur ein Geschenk, sondern du hast auch ein Geschenk in dir drinnen, welches du dieser wundervollen Welt zur Verfügung stellen darfst. Erinnere dich daran, immer und immer wieder, was für ein wertvoller Mensch du bist. Und übe dich in Selbstliebe, denn das ist eins der wichtigsten Dinge, was du so oft vergisst. Schau in den Spiegel. Wenn du vor einem Spiegel stehst, lächel dich an und sage deinem Spiegelbild: Ich liebe dich. Und durchflute dich dann mit dem Gefühl der Liebe. Und mach das immer und immer wieder, dass du dich gut mit dir und deinem Ganzen, was dich ausmacht, verbinden kannst. Fast schon andächtig lauschst du deinem Ich,
deinem inneren Ich und erinnerst dich daran, dass du das alles schon gehört hast, dass du das alles eigentlich weißt, aber auch so oft vergisst. Du nimmst einen tiefen Atemzug durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund ganz weit wieder aus und gibst dir selbst das Versprechen, dass du von nun an dir und allem, was dich ausmacht, Liebe schenken wirst. Ganz viel reine Liebe. Dein inneres Ich lächelt dich an, weil es hat natürlich verstanden, was in dir gerade vor sich geht. Es nickt dir zu und nimmt dich in den Arm. Und freudig lässt du das geschehen und nimmst auch dein inneres Ich in deinen Arm. So bleibt ihr eine Weile sitzen an dem wundervollen Lagerfeuer, was dich auch daran erinnern soll, dass du dich immer mit dem verbindest, für das du brennst, für das dein Herz schlägt, in dem du aufgehen kannst. Dein inneres Ich lächelt dich an, löst die Umarmung und sagt: Lass uns aufstehen. Es gibt noch jemanden, der mit dir reden möchte. Komm, ich führe dich hin. Und so steht ihr auf und geht gemeinsam eng umschlungen wieder auf den Weg. Ihr lauft wieder ein paar Meter den Weg entlang. Du siehst dich um und genießt die Landschaft, die sich rechts und links des Weges zeigt. Und du siehst, dass sie auf einen Fluss zugeht. Schau dir an, wie sieht der Fluss aus? Es ist ein breiter Fluss. Hat er Stromschnellen? Ist er schmal? Wie viel Wasser enthält der Fluss? Nimm das einfach nur wahr und beobachte den Fluss des Wassers. Dein inneres Ich hält plötzlich an, lächelt und sagt: Von nun an kannst du alleine weiterlaufen. Es sind nur noch ein paar Meter. Erinnere dich immer daran, was für ein wundervoller Mensch du bist. Ich gehe jetzt zurück zum Lagerfeuer und du gehst zu dem Fluss unseres Lebens. Dein inneres Ich dreht sich um, winkt dir noch einmal zu und geht langsam zurück zum Lagerfeuer. Du schaust noch einmal zu dem Fluss und machst dich wieder auf den Weg in seine Richtung. Nun beobachtest du den Fluss aus etwas anderen Augen, nachdem du weißt, dass es dein Lebensfluss ist. Jetzt schau noch mal genau hin. Ist es ein breiter, sandfließender Fluss? Ist er sehr unruhig? Ist er schmal? Gibt es Hindernisse, Staumöglichkeiten in dem Fluss, die den Wasserlauf ein Stück weit hindern oder aber auch zum Sprudeln bringen? Beobachte einfach nur, wie dein Lebensfluss gerade fließt. Und schau gar nicht so weit in die Richtung, wo er herkommt oder wo er hinfließt, sondern übe dich darin, genau nur das wahrzunehmen, wie er jetzt im Moment gerade fließt. Du näherst dich dem Fluss und siehst, dass auf einem kleinen Rasenplatz nähe des Ufers eine wunderschöne Bank steht. Und du erkennst, dass auf dieser Bank jemand sitzt. Mit langsamen Schritten gehst du auf die Bank zu und fragst die Person, die dort sitzt, ob du dich zu ihr setzen darfst. Ja, sagt die Person,
Auch ich habe dich schon erwartet und bin so froh, dass du gekommen bist. Ich bin dein weises Ich. Und ich möchte dich einladen, dass du mir jetzt Fragen stellen kannst. Fragen, die dich schon immer interessiert haben. Zu deinem Leben. Vielleicht auch, wo du stehst und wie es weitergeht. Stell mir einfach die Fragen und ich beantworte sie dir dann. Jetzt schaust du deiner weisen Person ins Gesicht und fängst an, ihr Fragen zu stellen. Und ich gebe dir ein paar Augenblicke, die Fragen zu stellen und die Antworten zu empfangen. Du hast jetzt schon einige Fragen stellen können und Antworten empfangen. Und wenn dir die Zeit nicht ausreicht, dann drücke einfach jetzt kurz die Pause-Taste und bleib noch in diesem Augenblick, wo du vielleicht Fragen stellst oder Antworten empfängst. Und wenn du jetzt bewusst nichts wahrgenommen hast in dir, sei dir sicher, dass unterbewusst Informationen von deinem weisen Ich zu dir geflossen sind, die sich vielleicht später zu einem anderen Zeitpunkt in dir bemerkbar machen. Du lächelst dein weises Ich an und bedankst dich dafür, dass du diesen Augenblick geschenkt bekommen hast. Du schaust deinen Lebensfluss noch einmal an, ganz intensiv, und beobachte, ob er sich an irgendeiner Stelle verändert hat oder ob er noch genauso aussieht wie vorher. Beobachte, nimm wahr, aber bewerte nicht. Langsam erhebst du dich von der Bank, umarmst noch einmal dein weißes Ich, bedankst dich noch einmal bei deinem weisen Ich. Und gehst wieder los auf den Weg, wirfst noch einen Blick auf deinen Lebensfluss und gehst wieder weiter, läufst wieder in Richtung des Lagerfeuers und siehst, dass es immer noch brennt und dein inneres Ich dort sitzt und das Lagerfeuer einfach nur genießt.
Du winkst noch einmal und gehst langsam weiter auf deinem Weg Richtung Spielplatz. Langsam kannst du den Spielplatz mit seinen Geräten ausmachen. Siehst wieder die Klettergerüste, die Seile und die Schaukel, auf dem dein inneres Kind munter und fröhlich vor sich hinschaukelt. Du lächelst bei dem Gedanken, dass ihr vor gar nicht so langer Zeit gemeinsam auf dieser Schaukel geschaukelt seid. Winkst deinem inneren Kind noch einmal freudig zu und gehst langsam weiter, vorbei an den wunderschönen Wiesen mit den zauberschönen Blumen und den Schmetterlingen in einer Vielfalt und Farbenpracht, wie du sie vorher noch nie gesehen hast. Du nimmst den wundervollen Duft der Blumen wahr, hörst das Surren und Zirpen der Insekten, das Singen der Vögel und gehst weiter und weiter. Immer weiter und weiter, bis langsam dein Herzraum, die Tür zu deinem Herzraum sichtbar wird. Du gehst zu der Tür, dieser wunderschönen Tür, und öffnest sie wieder und erkennst, dass du eine etwas höhere Schwelle überschreiten musst, wenn du jetzt in deinen Herzraum gehst. Und du hörst, wie etwas zu dir sagt, falls es noch irgendetwas Schweres in dir gibt, irgendetwas, was dir nicht gut tut, dann lass es auf dieser Seite. Wir wandeln die Energien und tritt erleichtert und erfüllt über diese Schwelle in deinen Herzraum. Du nimmst einen tiefen Atemzug und legst gedanklich all das ab, was dir nicht gut tut, nicht dienlich ist, schmerzhaft ist. Und trittst über die Schwelle. Und jetzt stehst du wieder in deinem wunderschönen Herzraum. Schau dich noch einmal um, wie es jetzt in deinem Herzraum aussieht. Hat sich etwas verändert? Oder sieht er genauso aus wie am Anfang, als du losgegangen bist? Du nimmst noch ein, zwei tiefe Atemzüge in deinem Herzraum. Bewusst durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund wieder aus, wieder ein und nochmal aus und leg deine Hände jetzt auf dein Herz . Geh gedanklich aus deinem Herzraum heraus. Nimm jetzt deine Hände in Gebetshaltung vor deinen Herzraum und bedanke dich für die Zeit, die du dir genommen hast, um eine kleine Reise zu dir selbst zu machen. Namaste.